vertraut? Nope. Junge. Kapitel 8 überlebt. Way, hey. Way, yeah, awesome. Woohoo. Speichern, speichern, speichern. Nächstes Kapitel. Why not? Kapitel 9, grausame Absichten. Detective Castellanos. Ja? Waren das fremde Erinnerungen? Jo, ich bin in meinem Bettchen. Sie haben unruhig geschlafen. Nein! Haben Sie Albträume? Ey, die ist doch blond. Was gibt es da zu stöhnen? Nein, bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Okay, jetzt ist sie wieder brünett. Die sah doch gerade noch blond aus, oder? Oder irre ich mich total? Schreibt's mal bitte. Sie sehen gar nicht gut aus. Einer von euch, ich bin echt leicht verwirrt. Du siehst auch nicht gut aus. Ach, verdammt, du siehst verdammt gut aus. Naja. La 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 la. Sebastian! Munition, 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 Munition! So geil. Oh, oh, oh. Jawohl, Alter. So sieht's aus. Jetzt tun wir gleich noch tunen. Was ist denn? Ja. Was machen wir denn? Ich hätte Bock, der Revolver noch effizienter zu machen. Ja, da hauen wir nochmal Crit rein. Und da hauen wir auf jeden Fall auch nochmal Crit rein. Crit ist gut. Crit ist unser Freund. Und da haben wir auf jeden Fall nochmal Genauigkeit rein. Weil das nervt. Nee, nee, nee. Ah. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh. Geht auch nicht. Da geht auch nichts mehr. Die Frage ist nur, wollen wir es jetzt verprassen oder nicht? Ich sag nein. Gut getuned. Crit ist immer gut.
Crit ist unser Freund. Vor allem in diesem Spiel, hey. Ja. Darf ich mich einschreiben? Ja, ich darf. Spabababa. Speichern. Jupp. So, das war jetzt eine kurze Aufnahme, aber ist ja egal. Ihr seht's ja eh am Stück. Und ich sag jetzt mal gute Nacht. Muchachos. Komm, gib mir High Five. High Five, ja? Halli, hallo, hallöchen. Und willkommen zurück zu The Evil Within. So, wir machen wie immer mal einen Check. Wir haben genug davon. Wir haben überhaupt nichts davon. Und zwei Schuss für das da. Gut. Gut. Haben wir noch irgendwie... Jupp. Reinhufen. Woo. So wie ich uns kenne, haben wir schon getuned. Ja. Was ist da los? Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Okay. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Ich bin deiner Meinung, Schätzchen. Alter, willst du mich verarschen? What the fuck? Hast du das gesehen? Sie sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Nein. Mir geht's gut. Alter Verwalter, hey. Was ist... geschlossen. Was ist denn da los? Was nehmen? Feuer auf Anwesen. Brand erfasst Kinder. Mädchen schwer verletzt. Wo waren die Eltern? Ja? Wo waren sie? Kinder, die in einer Scheune auf dem Victoriano-Anwesen gespielt hatten, fielen den Flammen zum Opfer. Tochter 17 fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Oh mein Gott. La-di-di. Mach der Lade auf. Ich fürchte, wir haben Munition. Okay, da ist jetzt auch leer. Da können wir nichts machen. Ich will wieder zurück. Eigentlich will ich nicht zurück, aber irgendwie schon. Tick, tack, tick, tack. Was ist denn das? Blümchen. Ja, irgendwie darf ich nicht zurück. Gut. Ja. Okay. Da ist auf jeden Fall so ein Grammophon. Oder? Ah, ne, das ist eine Sonnenblume. Wer ist da? Och nö, ne? Ich kann nichts machen. Schöner Grafikfehler. Ah. Gut, wir gehen erstmal hier lang. Erstmal hier schön diesen hier machen. Leertaste. Ich glaube, ich habe sie runtergeschmissen. Fail. Okay. Wollen wir uns hier doch mal umsehen. Da haben wir noch was Schönes. Was? Was ist da? Ah. Schön. Sehr schön. Oh, das gefällt mir nicht. Okay. Ein großes Tor.
Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Echt? Aber ich war trotzdem nicht. Mach der Lade auf! Ich war hier zwar noch nie, aber... Sicher? Wie sind die hergekommen? Das, mein Freund, ist eine berechtigte Frage. Lass es uns herausfinden, aber zuerst... Tun wir hier mal Zeug aufsammeln. Zeug. Okay, ich laufe auch immer so durch Büsche. Ist normal. Alter. Ich laufe jetzt einfach mal das ganze Gelände ab. Eine Spritze ist immer gut. Laufen wir noch hier lang? Ja. Da, oh. Muhahaha. Ihr doofen Kisten, ihr könnt euch nicht vor meinem Zorn verstecken. Gebt mir all eure Munition. Schön. Okay. Ist immer sehr wichtig bei solchen Spielen. Suche nach Munition. Alter, du brauchst dringend ein Cardio-Training oder sowas. Es geht ja mal gar nicht. Gut, haben wir alles. Ah, guck mal, wer sich da versteckt. Ich krieg euch alle. Macht der Lado. Hey! Halt, verdammt! Tja. So viel zu... Oh, Kapitel 9. Nun. Grausame Absichten. Was und nun? Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir hier noch was finden. Jolde Gong. 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 Oh. Ausschnitt aus dem Crimson... aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11. Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderten gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Rich, Crimson City. Der 5-jährige... Ah, ich dachte gerade, der 5-jährige Lilly... Hä? Der 5-jährigen Lilly Castellanos und ihrer Babysitterin Juanita Flores, 56, Alter, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in einem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detectives beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8. Brand. Ich hab's gewusst. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Leck mich? Mein grünes Gel ist noch nicht so weit, dass ich es benutzen könnte. Verzeihung. Ich will wieder zurück. Lass mich zurück. Dann wollen wir mal... Mach der Lade auf. So. Dann gehen wir mal... Ja, wo gehen wir denn? Komm, wir gehen doch mal da rein. Na, da, da. Oh. Nix, kein Schlüssel, gar nix. Da ist eine Flasche.